Hi, da bin ich nochmal. Und zwar war ich gestern mit dem Heiko. Der könnte mich immer töten, wenn er hört, wie ich Heiko wenn ich so Heiko sah, ne? Also so, ne? So Heike. So, egal. Jetzt komm, jetzt bleiben wir immer bei der Sache, ne? Da war mal nach dem Flohmarkt, war mal noch in der Burger King, weil ich so gern Burger King esse. Und da habe ich mir hier, da habe ich so Infoständer, ne? Da habe ich mir hier die Dingerscherung mitgeholt, ne? Für Karte so mache, ne? Cool. Ich fand die ganz toll, ne? Ich hätte am liebsten alles mitgeholt, was auf dem Ständer gehängt hat, aber ja, die Verkäuferin da, die hat mich schon ein bisschen seltsam angeguckt. Da habe ich gedacht, komm, los Layers und du dich noch auf dem Rausgang erschlagen. So, auf dem Flohmarkt habe ich diese Ohrringe hier ergattert. Die sind immer krass, oder? Dann diese Kette. Ja, ich war total fasziniert, ne? Ich habe die gesehen, ne? Sofort gegrapscht. Und da hat für mich gar nicht keine Frage mehr, ne? Und da hatte ich natürlich auch Glück, dass die Frau so ein bisschen. Scheinbar war so froh, dass sie nichts mehr hat, müssen mit Hemmholle. War nicht mehr so viel. Dann sind wir an einem Stand vorbeigegangen. Und da steht dieser kleine Vogelkäfig. Oh, ich habe gerade vorhin was ausprobiert. Deswegen habe ich so dreckige Finger. Toll, ne? Sie hat gesagt, niemand wollte den haben, weil der Vogel fehlt, ne? Aber ich habe so kleine Glasvögelchen, ja. Und den kann ich doch hinsetzen, wenn ich das will, ne? Wenn ich es nicht nur für etwas anderes verwende. Toll, ich mag ja so Käfige, ne? Das ist ja so was Schönes, ey. Was ist das denn da? Oh, da hat sie mal noch ein Parfüm darin in die Tüte gemacht, die Frau, mit der ich die andere Kette da geholt haben. Oh, das riecht gut. Wow. Oh. Das riecht ja mal richtig gut. Dann habe ich mal diese Kette mitgenommen. Krass, ne? Aber wie ihr wisst, ne, bleibt die nicht so, wie sie ist, ne? Wie würde ich mit so einer Kette aussehen, jetzt mal ernsthaft, ne? Dann diese. Toll, ne? Jawohl. Die ist schon krass, ne? Die zerteile ich und zerlege ich in alle Fetze. Dann diese da. Ja, allein was mal an den Einzelteile, wo dort dran sind, ne? Bezahlen müsste, wenn man es sich kauft. Einzeln, sage ich jetzt mal, ne? Guck mal, Perlekappe. Toll, toll, toll. Ach ja, ich bin nur happy. Oh, da hat es mal noch eine Probering gemacht. Was ist das dann? Hilfiger. Wow, das riecht auch gut. Der Passage da hat alles. Das hat alles. Ja, sie hat gesagt, oh, ich mache Ihnen das gerade nicht. Ich war so beschäftigt mit der Kette, dass ich gar nicht registriert habe, die mir da in die Tüte drin geschmissen hat. Ne? Dann hier das. Das hat mich ja so richtig fasziniert. Und ich sehe immer noch nicht, was ist, was es ist. Was da drin ist. Cool, ne? In grün. Aber mir scheinen die Dinger doch fasziniert, ne? Ich muss mir das mal richtig genau angucken. Dann habe ich noch diese Kette.
Scheint ja der halbe Stand ausgeraumt, ne? Ja. Ich fand das toll. Ach, da sind ja noch Probe drin. Ach ja, guck mal an. Da ist noch Escada. Da ist Prada. Und da. Keine Ahnung. Kann man auch sprühen, warte, ich mach mal. Ich riech mal. Jetzt riech ich wahrscheinlich nichts mehr, ne? Das muss ich mal ausprobieren, wenn ich nicht gerade schon 3 Sorte vorher gerochen habe. Dann hatte ich heute hat ich nochmal Glück gehabt, weil ich an einem Stand war, der hatte sowas. Ich weiß jetzt noch nicht mal, was das ist. Ne? Ich habe mal nur so geguckt und sah das und er hat gesagt 50 Cent pro Tüte. Und das ist doppelseitiges Klebeband, Klebepapier, Klebesheets praktisch. Sind die doppelseitig? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. In farbig, jawohl. Und die sind mit Sicherheit vom Karin. Die, ja, ne? Dann das da. Da steht sogar noch Karin drauf, ne? Pack das mal so aus. Das ist dann so schwarze Folie. 2-mal, 3-mal sogar. Und die dort, die goldene. Aha. Einmal Fry. Dann noch das da. Das ist dann auch. Das ist dann wohl auch in Orange, ne? Ich denke, dass das von dem Puder, von dem Sandpuder, wo Karin da verkauft hat, nur zeitlang, das doppelseitige Klebeband ist, weil es die Farbe halt hat, ne? Also der Untergrund praktisch, dass er farbig ist, ne? Toll, und da kommt und das doppelseitige klebt hier richtig gut. Dann habe ich noch die doppelseitige vom Karin in Schwarz. Die sind also schwarz, die da. Alle gar wunderbar, wunderbar. Dicker und nicht gerade so dick. Ja, also auch dieses was ist das dann? Ach, guck mal, das sind Klebe-Dots, also Punkte. Da. Also, das Päckchen hat auch komplett 50 Cent gekostet, ne? Dann war so Annari da, die wollte mir gerne Halbperle, die hatte Halbperle. Die wollte mir gerne so Päckchen Halbperle für 50 Cent verkaufen. Nee, ganz bestimmt nicht. Wir sind hier auf dem Flohmarkt, nicht in der Apotheke. Ne? Also... Die habe ich danach nicht geholt. Also da läuft es so speziell, ne? Wenn die mir jetzt die ganze Tüte gern hätte, ne? Vor Euro. Vor allem, weil sie so richtig dreckig so ingepackt war, sage ich jetzt mal. Also nicht so toll. Hätte ich ja vielleicht noch Wasche. Oh nö, habe ich gedacht. Ja, das war jetzt ein kleiner Flohmarkt-Haul. Ich habe mich gefreut, dass ich da wirklich mehr Woche gar nicht lang dort. Da habe ich dann schon die Klebedinger erwischt. Und dann die Perle da, also die Kette. Ich bin begeistert. Das ist der Oberhammer. Ja, das ist dann meine Ausbeute gewesen. Die wollte ich euch jetzt mal zeigen. Ah ne, warte, da ist noch eine. Da. Diese. Toll, ne? Gut, jetzt haben wir alles gesehen. Ich freue mich richtig, ne? Weil da sind richtig schöne Sticker dabei, ne? Oh, meine Fingernägel sind noch gelackt. Von der Hochzeit. Ich habe mir mal ausnahmsweise die Finger lackiert. Ah. Ja. Musste halt Sinn, ne? Man will ja guter Eindruck machen, ne? So, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.